Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kermesinwald. Das roteste Rot der Roten. Werden wir es schaffen? Das sehen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen, hey, hey, yo Leute, zurück zu Minecraft Dungeon. Mission Start. Let's go. Ich trinke immer noch was, während wir uns dieses schöne Spektakel an Animation anschauen. Oh, diese blöde Maus, ey. Ja, das macht einen Eindruck, dass man da nicht so gern sein möchte. Aber es wird halt nicht geredet, was ich noch ein bisschen schade finde, was ja früher so war. In den ersten Dings. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch gerne die allerersten Folgen an. Der Abenteuermodus oder sogar der ganze Anfang von Minecraft Dungeons. Habe ich nämlich auch schon komplett gespielt. Wenn es schon so losgeht, dann hat man natürlich direkt keine Lust mehr. Aber wir haben ja Spuggy und Bienen und wir sind gleich tot. Und wir kriegen dreifache Regeneration. Sechsfache, siebenfache Regeneration. Wir werden niemals sterben. Achtfache Regeneration. Wir schauen uns gar nicht groß um, wir laufen einfach den Weg entlang, so wie beim letzten Mal, wo wir den diamantenen Schlüssel und den goldenen Schlüssel gefunden haben. Auch ein schöner, cooler Dungeon. Hat mir auch gefallen. Also ich bin sowieso in letzter Zeit extremst überzeugt von dem Spiel. Bienenattacke! Feuer! Das ist der Bienenbeat. Oh, schon wieder ein kaputtes Sägeblattrohr-Dings. Nein, geh raus aus der Lava, Spuggy. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Nicht da auf jeden Fall. Das ist ja komplett falsch. Aber mit dem Speedtrank geht das Ganze ja noch. Nein, du haust mich da jetzt nicht runter. Und zack, zack und rollen. Und ich bin runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah! Tschüss. Tschüss. Oh, diese blöden Fungus-Werfer da. So, ich muss das sonst. So. Und weiter geht's. Das Spiel macht Spaß. Hätte nicht gedacht, dass ich doch noch mal so gehypt bin auf einen neuen DLC. Also wenn der nächste DLC auch so wird, dann freue ich mich wieder auf DLCs. Also Creeping Winter hat mich echt abgeturnt, das fand ich überhaupt gar nicht gut. Howling Peaks war so relativ unnötig, haben wir auch nie fertig gespielt, da fehlt uns ja noch der Dungeon. Aber ich habe auch nicht wirklich Lust, den zu suchen, ich mach's aber noch irgendwann mal. Vielleicht im Stream zusammen mit euch, dass wir da mal irgendwie sowas machen. Ich habe mir sowieso mal gedacht, dass ich mal einen ganzen Stream mache, wo ich das Spiel von Anfang bis Ende komplett durchzocke. Also halt den Standardmodus und dann die ganzen DLCs dazu.
Klar sind wir schon so weit und würden den anderen Modus auch schaffen. Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür und du... Harald, geh weg! Gustav! Nein! Okay, wir müssen das machen. Wir müssen den Angriff überleben. Dann öffnet der Weg. Und dann können wir, so wie es aussieht, ganz schnell da rechts lang. Ich sehe wieder keinen Pfeil. Lauf doch da. Okay, dazu müssen wir hier lang. Und öffnen. Oh, das Tor sieht auch sehr schön aus. Bienenattacke! Mögen die Bienen mit uns sein. Na, 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 summ, na, na, summ. Spammen, 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 spammen. Zack, zack, und zack. Raus da, Spuggy! Wo muss ich hin? Ich sehe keinen Pfeil. Doch, da rechts. Hier lang. Bienenstaudamm gedöns. Und Spuggy ist tot. Spuggy hole ich auch noch. Und hier ist ein Schwein. Stopp. Schwein, Schwein, Schwein. Wieder zurück in den Kreis. Okay. Safe. Und da ist ein Gast. Gast waren früher mal als Bosse markiert. Ah. Warum habe ich bloß das gesagt? Ich bin hier gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Oh, du Affe. Geh weg. Ich brauche Bienen, ich brauche ganz dringend Bienen. Bienen an die Macht! Ach, ich muss da oben rüber rollen. Ist der Gast, da ist der Gast. Sehr schön. Bisschen Liede, bisschen Warnung und ein Sprung ins Leere. Und ein Sprung ins Leere. Und noch ein Sprung, der geglückt ist. Bienen und Y und heilen. Okay. Safe, die Bienen machen das, die Bienen machen das. Bienen an die Macht! Zack, okay, zack. Und noch ein paar. Mal den dann noch weg. Bienenstaudamm Baugedöns. Ohne neue Waffe. Ein Entersäbel. Ne, den gab's schon. Es wurde ja angekündigt, dass es noch zwei weitere DLCs gibt. Also ich glaube, das eine ist das Ende, weil es gibt einen ganzen Tab, der Dimensionen heißt. Und da das Ende die einzige Dimension ist, die mir jetzt einfallen würde spontan, wie es in Minecraft gibt, würde ich sagen, wieder. Und dann noch was. Was gab es denn noch nicht? Ich habe mich da noch nicht viel erkundigt. Einfach aus dem einen Grund, weil es hat mich bis jetzt nicht interessiert, was die da noch so geplant hatten. Weil bis jetzt war alles, was sie geplant haben, in letzter Zeit einfach nur schlecht.
Ich muss. Ja, aber da unten ist nichts. Ich sterb hier. Das ist schlimm. Nase komplett zu, Hals tot. Wir haben draußen 25 Grad, ich sitze hier drin mit Heizung. Die mir kalt ist. Das ist schlimm. So, aber jetzt machen wir erstmal die Gegner hier weg. Oh Gott. Beanstalk-Nest. Wo ist mein Spooky? Mit X rufe ich Spooky herbei. Oh, nicht was? Noch eine Mission. Oh mein Gott, Leute, das ist das innovativste DLC von allen bis jetzt. Jetzt mal ganz im Ernst, ja. Okay, ich glaube, die Gegner hier spawnen noch eine Weile. Währenddessen kann ich aber hier den da besiegen. Du, Affe! Ach, ich muss da hoch. Ah, ja, das macht Sinn. Noch ein Levelausstieg. Das ist jetzt schon unser dritter, nur allein durch den DLC hier. Wahnsinn. Wie gut wir auch vorwärts kommen, gell? Und stolz auf uns. Auf uns, ich sag immer uns. Ihr seid damit auch gemeint, ihr unterstützt das. Indem ihr das hier anschaut, unterstützt ihr mich. Dann weiß ich, okay, ihr findet das cool, ich muss weitermachen. Also dank euch schaffe ich das hier. Aber ohne euch würde ich das gar nicht erst machen. Doch, ich würde schon machen, aber wahrscheinlich nicht die ganze Zeit reden, wahrscheinlich die ganze Zeit ruhig sein und nichts Sinnvolles machen. Ach komm! So wie jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich auch nichts Sinnvolles. Heute ist immer noch Donnerstag. Ich habe heute alle Avengers 1 bis 7 Parts aufgenommen. Und ich nehme auch heute alle Dings auf. Wie heißt das? Alle hier zu dem DLC alle Folgen. Fahren wir Bus her hier. Zack. Zack. Ich hol die Bienen. Jetzt ist es auf einmal ganz leise. Die Bienen haben einen Erfolg. Oh, dieses Hochfliegen ist halt super. Bienen! Spooky! Tod! Nein! Essen, 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 Heilung, 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 Heilung. Okay, ich bin voll. Pam. Zack, 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 zack. Und ihr da unten werdet auch noch weggesnippert hier. So, ich muss da sogar hin. Oh, hier muss man springen, okay. Ja, das ist was, das kann ich so oder so nicht. Totem der Abschirmung. Was bist du für ein Willi? Der hat Schutz. Bienen. Bienenattacke und hier. Drauf, 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 müssen wir hier überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Essen. Ein Gast! Bienen! Laden. Gast ist tot. Okay, sehr schön. Hier ist nochmal so ein Rennschwein. Und hier ist gleich unser Tod.
Nein, die kommen alle rüber. Was war da? Ah, Schweinefleisch. Okay. Und rüber sprinten. Voilà. Und Bienenstaudamm Nest. Keine Ahnung, Bienenstock, nicht Staudamm. Ich sag immer Staudamm. Pfeile sind hier sehr wichtig, also ihr müsst auf eure Pfeile achten. Finde das nächste, überlebe den Hinterhalt. Ah, ah, der war gut. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Geh da raus, Lama! Was? Nee, das ist genau dasselbe wie beim letzten Mal. Einer von zwei Gast. Der andere ist da oben. Komm, Spooky. Raus da! Los, meine Bienen! Los! 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 Okay. Du musst da gedroppt hat, Schönes. Mitnehmen und dann nach draußen. Jetzt kommt noch ein Gegner, der uns weghaut und dann ist. Aber wobei, dann sind wir ohne Tod hier durch. Ich muss einen Filter reinmachen. Ich sehe ja voll blass aus. Also das Bild ist voll blass. Nicht ich. Doch, dann mache ich wieder hart rein. Oh Gott, Leute. Was haben wir denn Leckeres bekommen? Und es sind Sprengpilze. Nur die tapfersten Krieger tragen Sprengpilze bei sich. Nicht nur wegen der giftigen Sporen, sondern vor allem wegen des Gestanks. Okay, schauen wir uns das doch gerade mal an, was wir noch bekommen haben. Wie immer das typische Zeug, was weg kann. Keimrüstung. Setzt beim Abrollen Kreaturen in der Nähe fest und vergiftet sie. Die dunklen Ranken der Keimrüstung wachsen selbst in völliger Finsternis. Also ich bin tot. Jeder Pilz rollt in eine andere Richtung, explodieren dann und verursachen Schaden. Ja, wer es halt braucht. Und damit haben wir es nicht geschafft, denn wir haben irgendwo was freigeschalten angeblich. Das Seelensandtal. Ich flipp aus. Ich glaube, das ganze Nether. Also irgendwas stimmt nicht heute. Genau. Oh, ich weiß, woran es liegt. Ich habe hinten Dings auf. Wartet mal kurz. Ich habe hinterm Greenscreen ist mein Fenster und es ist offen. Ich darf hier kein Licht reinfallen. Beziehungsweise ich habe ja noch nicht mal das da drüben an. Ich habe ja noch hier so eine Inter. Ja! Aber sofort merkt man doch. Also warte mal, wenn ich jetzt aus dem Bild rausgehe. Komplett raus. Ne, aber sonst habe ich immer hier so eine Lampe, die noch hier steht und mich zusätzlich von da beleuchtet, dass es besser aussieht, das Ganze. Komisch. Ja. Gott. Dankeschön. Ich mache mal wieder kurz groß und geht rein. Nein, ich müsste dich da sitzen, damit ich mittig bin, aber okay. Ich habe es meistens so am Rand eher. So, auf. Was ist das da oben rechts? Ach, die Zuschaueranzahl, die brauche ich doch hier drin nicht. Ich habe eh keinen Zuschauer, ich bin ja nicht mal live.
Also auf jeden Fall. So. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr, schaltet gerne ein, wenn wir beim nächsten Mal das Seelensandtal machen. Genau. Und ja, wenn ihr noch keine Ahnung habt von dem Spiel, schaut euch gerne die ersten Folgen an, da erkläre ich ziemlich viel davon. Dann.